Hallo meine Lieben, heute Doppelvideo. Warum? Mir kamen da noch so mal ein paar Eingebungen. Dr. Bodo Schiffmann, mein bester Freund. Ich bin ja freundlich zu jedem. Right? Was macht seine Bonner Partei eigentlich jetzt noch für einen Sinn? Ich werde sie ja nicht wählen. Und unterstützen werde ich sie auch nicht. Solange sie mit Ignoranz funktioniert. Und nicht nur Ignoranz scheint mir hier das Problem zu sein. Machthunger und eine unglaubliche Sucht, gewisse Dinge so zu verändern, wie es im Interesse von unserem lieben Kollegen Dr. Bodo Schiffmann ist. Die Frage ist, wollen wir das? Also, vor langer Zeit habe ich einmal gedacht, dass diese wunderschöne Partei, damals noch Widerstand 2020, zumindest mit den Lockrufen von Dr. Bodo Schiffmann damals, muss ich sagen, machte das Ganze ja einen gewissen Sinn. Aber was ist denn jetzt sein nächstes Ziel? Also ich vermute, es geht hier um Geld. Denn es scheint ja so zu sein, als wenn mein lieber Akademikerkollege, Herr Dr. Bodo Schiffmann, doch scheinbar es bis heute nicht für nötig gesehen hat oder als nötig anerkannt hat, sich entsprechend seiner wahren Pläne hier zu äußern. Es macht doch den Eindruck, als wenn das Ganze eine Sache mit Kommerz ist. Ob dies vormals schon mit der Frau Barnes oder wie die Dame hieß, anfing, erschließt sich mir nicht. Ich denke mal, und ich möchte hier an einen Vorfall erinnern, welcher sich für einige von euch sicherlich bekannt, circa vor anderthalb Monaten ereignete, als... Was passierte dort genau? Die Facebook-Gruppe wurde von jemandem unterwandert, möchte ich sagen. Angeblich eine Person aus China mit dem merkwürdigen Namen Gredi. Dieser Mann oder welchen Geschlechtes diese Person auch immer angehörte, fing an, Spenden zu sammeln, hatte aber, sagen wir mal, hochentwickelte computertechnische Kenntnisse, konnte innerhalb von 3 Tagen ein soziales Netzwerk aus dem Boden heben, das Facebook erstaunlich gleicht. Dr. Bodo Schiffmann wurde damals genauso wie Ralf Ludewig von uns informiert. Getan haben die beiden dagegen nichts. Nun ist es eine Vermutung oder, wie man so schön sagt, meine ganz persönliche Meinung, dass es sollte auch gar nichts dagegen getan werden. Es könnte durchaus sein, dass auch jenes Projekt mit dem Wissen von Dr. Bodo Schiffmann und Herrn Ralf Ludewig stattfand. Die Möglichkeit auf jeden Fall besteht. Es ist eine Vermutung, das sage ich ja hier nur. Aber kann es nicht sogar so sein? Denn wenn wir was wissen, ist Herrn Dr. Bodo Schiffmanns große Liebe zu Autos, schicken Autos und Geld. Eine sogenannte, wie ein anonymer Kommentar meines letzten Videos sagte, es nannte eine Affinität zu jenen Sachwerten. Es bleibt weiter zu beobachten und weiterhin zu warnen vor diesen Parteien. Der Grund ist, ich lebe ja nun oder ich habe relativ lange in Deutschland gelebt. Und man kann und muss sagen, in diesem Land läuft nicht alles so, wie es sein soll. Aber bisher
waren die Medien, sagen wir mal, so halbwegs unvoreingenommen. Und große Medienagenturen wie zum Beispiel das ZDF oder die ARD, Fokus und. Die werden schon ihre Gründe haben, warum sie einen Herrn Dr. Bodo Schiffmann, ich mag diesen Namen irgendwie, immer so durch den Kakao gezogen haben. Also zumindest sollte man mal darüber nachdenken. Und warum ist seitens Herrn Dr. Schiffmann immer noch keine Stellungnahme erfolgt zum Thema, wo sind die Parteispenden, welche ja angeblich auf einem PayPal-Konto verschollen sind, an das niemand mehr rankommt? Außer vielleicht Herr Dr. Bodo Schiffmann. Wer weiß. Vielleicht fährt er gerade einen schönen Oldtimer dafür oder so. In Holland kaufen sich ja viele Leute etwas betagtere, aber wertvolle Autos. Alles Vermutungen natürlich. Und natürlich das Recht meiner Meinung, meiner freien Meinungsäußerung. Genau, so heißt das. Ja, meine Lieben, ich habe einfach im Moment die Daten. Deswegen gab es dieses Video noch. Möchte ja nur immer mal wieder zum Nachdenken anregen. Und es stellt sich auch nach einer Woche wieder die Frage, wie geht es weiter, Herr Dr. Schiffmann? Aber ich denke, und da appelliere ich doch an unsere Freunde, Kollegen und ebenfalls Menschen, die die freie Meinungsäußerung sehr wertschätzen, von, wie hieß diese Gruppe noch? Anonymous. Ich denke mal, dort wird der ein oder andere bald einfach mal ein paar Tatsachen, wie sich das so schön nennt, leaken. Und ein paar Details über Herrn Dr. Bodo Schiffmann veröffentlichen. Denn ich denke, hier sollte Aufklärungsarbeit geschehen. Wie ich immer sage, ich respektiere Herrn Dr. Schiffmanns Arbeit in Sachen Corona. Und bin da komplett seiner Meinung, wie er sich allerdings wie eine Axt im Walde mit seiner Partei und seinen Parteiaffinitäten verhält, finde ich schon, sagen wir es mal so, bedenklich. Aber solle sich nun jeder seine eigene Meinung dazu bilden? Ich persönlich habe meine schon. Und solange Herr Dr. Bodo Schiffmann schweigt dazu und so denkt, dass ihn die Masse seiner YouTube-Follower schon irgendwo recht geben würde, solange bleibt es bei diesen Vermutungen. Ich wünsche uns allen einen angenehmen Resttag. Und mir ebenfalls. Dankeschön.